Öl steigt, die Ölaktien steigen und die Prognosen für den Ölpreis gehen auch immer weiter nach oben. Jetzt gibt es aber einen Analysten von der Citigroup, der sagt, alles Quatsch, alles Übertreibung und in einem Jahr ist der Ölpreis wieder unten bei 75 Dollar. Was sind seine Argumente und müssen wir mit unseren Ölaktien jetzt höllisch aufpassen? Darum geht es heute. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Großes Wutgeheul in Deutschland über den Tankrabatt. Der Staat verzichtet auf 3 Milliarden Euro Steuern auf Diesel und Benzin und die werden aber trotzdem nicht wirklich billiger, was uns alle ärgert. Und es ist eine Lektion für die Marktliberalen, die glauben, wenn man nur die Steuern senkt, dann wird schon alles gut. Und es ist aber natürlich genauso eine Lektion für die Dirigisten, die glauben, wenn der Staat gezielt irgendwo eingreift, dann löst er damit auch das Problem. Und jetzt sagt natürlich wieder jeder, die Ölkonzerne, die machen sich die Taschen voll auf unsere Kosten. Und klar, warum sollten sie das auch nicht tun? Es ist aber natürlich trotzdem ja auch immer noch so, dass der Treibstoffmarkt stark angespannt ist, dass Raffineriekapazitäten knapp sind weltweit, dass China jetzt aus dem Lockdown zurückkommt, dass die Ölsanktionen ja auch verschärft werden und dass jetzt eben auch viele Regierungen im Westen mit Tankrabatten und Preisdeckeln und Kilometergeld das Signal senden, dass sie Güter, die sowieso schon knapp sind, nämlich Diesel und Benzin, dass sie die jetzt auch noch subventionieren. Das ist für den Markt vielleicht nicht entscheidend, aber es steht eben auch im Raum. Wohl dem, der Ölaktien hat in so einer Lage. Fast alles ist gefallen, die letzten Monate teilweise ja auch stark, aber bei den Energieaktien, da merkt man von dieser Krise nichts. Der Klassiker Shell hier, völlig intakte, steile Aufwärtsbewegung, hat vorgestern Drei-Jahres-Hoch erreicht, ein neues auch. Oder auch BP, British Petroleum, das gleiche in Grün, auch nochmal plus 40% allein seit Jahresbeginn. Obwohl BP ja 24 Milliarden Dollar abschreiben musste auf Beteiligungen in Russland. Und ganz ähnlich natürlich auch Total Energies oder ExxonMobil und sogar Petrobras hier mit ihren riesen Dividenden, die ich immer wieder besprochen habe hier auch. Auch die haben sich gut geschlagen, trotz der politischen Lage in Brasilien. Alle Welt liebt Ölaktien im Moment. Jim Cramer von CNBC, der hat vor einer Woche gesagt, Ölaktien sind das Einzige, das man im Moment noch anfassen kann oder wo man auch nachkaufen kann. Nachdem er allerdings ein paar Tage vorher ja gesagt hat, das ist Tag 1 vom großen Erholungszyklus. Aber ja gut, das ist hier ein anderes Thema. Und auch ich habe Ölaktien immer wohlwollend begleitet, von dem denkwürdigen Moment an, als der Preis für manche Ölsorten negativ war, zum Teil. Öl, was ist das denn? Das braucht kein Mensch, hieß es damals. Das war vor 2 Jahren und 2 Monaten. Was seitdem passiert ist, da kann ich mich, glaube ich, kurz fassen. Die OPEC hat natürlich die Förderung runtergefahren in der Covid-Krise, die Fracking-Unternehmen auch alle oder haben ganz aufgeben müssen, vielleicht auch zum Teil. Und dann haben wir aber plötzlich gemerkt, trotz des Lockdowns, dass die Versorgung plötzlich angespannt war, dass es den Produzenten nicht mehr so richtig gelungen ist, dass sie die Förderung überhaupt richtig wieder hochfahren und dass eigentlich ja auch zu wenig investiert worden ist in neue Ölvorkommen. Und man hat Angst gekriegt, dass wenn die Weltwirtschaft sich nach Covid-19 wieder richtig erholt hat, dass es dann wirklich eng wird. Und dann natürlich der Ukraine-Krieg noch, das war dann die Vollkatastrophe, völlig klar. Und allein die USA, die haben ja schon angekündigt, dass sie 180 Millionen Barrel an Ölreserven freisetzen, aber auch das hat den Preis nur kurz gedrückt. Brentöl ist jetzt fast wieder bei 125 Dollar pro Barrel, hier der Einjahreschart. Und ist damit jetzt eigentlich ja auch fast schon wieder auf diesem mehrjährigen Hoch, unmittelbar nach dem Ausbruch des Krieges.
Und wenn man bedenkt, wie vieles andere gelaufen ist, dann sticht das natürlich raus, weil es ja bei fast allen anderen Rohstoffen, wo man teilweise ja auch gedacht hat, die werden knapp, da hat es dann eben doch Korrekturen gegeben, auch in den letzten Monaten. Eisenerz, Nickel, Kupfer und so weiter. Aber Öl hat eben standgehalten. Und es vergeht auch kein Tag, wo nicht irgendwer noch höhere Kursziele da aufruft. Also Goldman Sachs, die haben jetzt zum Beispiel gesagt, sie sehen den Durchschnittspreis im dritten Quartal dann bei 140 Dollar, vorher 125 Dollar. Und Jamie Dimon, der Chef von JP Morgan, hat gesagt, die Unsicherheiten mit dem Ukraine-Krieg, die sind so groß, da kann der Ölpreis jetzt locker auch auf 175 Dollar steigen. Er müsste das nicht, aber es kann passieren. Und was Ölaktien betrifft, es gibt ja auch noch unsere Zukunftsmärkte-Reports hier von uns. Und da schauen wir uns diesmal die chinesischen Ölkonzerne an. Die sind ja ein bisschen vergessen worden in dieser ganzen Ölrallye, weil China natürlich auch Probleme gehabt hat, völlig klar. Aber die chinesischen Ölkonzerne, die sind jetzt eben auch hochprofitabel und dividendenstark im Moment. Und dieser Report, der kommt raus in den nächsten Tagen und die Reports von uns sind gratis. Sie müssen sich nur einmal dafür eintragen auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist hier auch noch mal unter dem Beitrag. Ölaktien aus China, gibt es da jetzt Kaufchancen? So, also alle sind im Ölfieber und jetzt kommt aber ein Analyst und sagt so mehr oder weniger: Alles Unsinn, alles Übertreibung. Nächstes Jahr ist Öl wieder bei 75 Dollar. Und das ist Ed Morse von der Citi, also der Citi Group. Wenn Sie Morse und Citi im Internet suchen, dann stoßen Sie wahrscheinlich auf den jungen Inspektor Morse von der Oxford City Police. Das ist auch nicht das Schlechteste. Aber Ed Morse von der Citi Group, der ist, was Öl betrifft, schon seit einiger Zeit der einsame Rufer in der Wüste. Er ist seit Monaten der einzige gefühlt, der nicht von einem höheren Ölpreis ausgeht. Aber wie kommt er dazu? Ist ganz interessant und die ganzen Probleme im Moment, die sehen die bei der Citigroup natürlich schon auch. Sie haben zum Beispiel Anfang Juni erst die Kurzfristprognose für Öl zum zweiten Quartal nochmal hochgesetzt von 99 auf 113 Dollar auch pro Barrel. Der Grund, die Gespräche mit dem Iran. Das zieht sich hin und darum ist eben unsicher auch, ob und wann iranisches Öl neu auf den Markt kommt. Es kommt auf jeden Fall nicht so schnell, wie gedacht. Aber trotzdem im dritten und im vierten Quartal, da soll dann der Ölpreis wieder runtergehen auf 99 Dollar und 85 Dollar. Und 2023 ist er dann nur noch bei 75 Dollar. Und das wäre vom aktuellen Preis ja ein Rückgang um fast 50 Dollar. Da sehen natürlich die Welt wieder völlig anders aus. Warum? Er sagt, am Anfang vom Jahr ist er noch davon ausgegangen, dass der globale Ölverbrauch dieses Jahr um 3,6 Millionen Barrel pro Tag steigt. Aber so wie es zurzeit laufen würde mit den ganzen Rezessionssorgen, da sei das viel zu hoch gegriffen und er rechnet jetzt nur noch mit einem Anstieg um 2,2 Millionen Barrel pro Tag. Damit ist er sehr pessimistisch, es ist aber nicht abwegig. Und das zweite Argument ist, beim russischen Öl, die Menge, die da nicht mehr auf den Markt kommt, die wird seiner Meinung nach überschätzt. Der Markt würde erwarten, 2 bis 3 Millionen Barrel pro Tag aus Russland würden wegfallen. Das seien aber eher so 1 bis 1,5 Millionen Barrel, weil knapp 1 Million Barrel am Tag, die kann Russland auch woanders verkaufen, in Indien oder China. Und wir wissen ja auch, dass das gerade passiert. Ganz so einfach ist es nicht oder wird das nicht mit Russland und China. Es ist ja auch im Gespräch, dass zum Beispiel Tanker mit russischem Öl vielleicht in Zukunft auch nicht mehr versichert werden dürfen. Und die Russen haben viele von ihren eigenen Schiffen dummerweise verkauft, damit die neutral sind. Das war aber wahrscheinlich ein Fehler vor dem Hintergrund. Aber China importiert russisches Öl, es war schon vorher der größte Einzelimporteur davon. Indien importiert noch nicht besonders viel, hat aber vorher auch fast gar nichts importiert. Und das indische Öl- und Gasministerium, das hat letzten Monat ja auch gesagt, so mehr oder weniger,
Naja, man macht das ja nicht nur aus Eigennutz und weil das russische Öl so billig ist, sondern wenn man das nicht täte, dann würde das den Markt ja auch instabil werden lassen und die Weltmarktpreise würden noch mehr anziehen. Und da ist leider schon auch was dran. Insofern also ist es so, dass der Ölpreis nächstes Jahr einbricht und dann die Ölaktien alle mit runterzieht. Meine persönliche Meinung, unverbindlich hier und für Sie auch völlig unmaßgeblich. Ich würde Ölaktien im Moment noch nicht verkaufen. Also man muss vielleicht jetzt keine neuen mehr kaufen auf dem Niveau, aber ich würde sie schon noch halten. Weil ganz kurzfristig, da ist sowieso jeder total bullisch. Wie gesagt, China kommt aus dem Lockdown, toll, toll, toll. Jetzt wird es am Ölmarkt nochmal so richtig eng. Und ein sehr gutes Beispiel für das Marktsentiment im Moment, das ist das. Das Europaparlament hat gestern bestätigt, dass ab 2035 in der EU kein Neuwagen mehr CO2 ausstoßen darf. Das ist faktisch ein Verbot von Verbrennungsmotoren. Und trotzdem ist der Ölpreis gestern um fast 4% gestiegen. Das heißt für mich, er ist gegen schlechte Nachrichten im Moment so gut wie immun. Dann natürlich das Argument von Jamie Dimon, dass der Krieg in der Ukraine ja einfach noch da ist und dass in so einer Lage einfach viel passieren kann. Eben auch ein großer Preissprung nach oben. Das ist auch nicht von der Hand zu weisen. Und drittens, was macht Russland? Es läuft ja, weiß Gott, nicht gut für Russland im Moment. Aber in einem Punkt läuft es ganz hervorragend, nämlich bei den Öleinnahmen. Russland hat die Ukraine angegriffen, die Öl- und Gaspreise sind explodiert. Wer profitiert davon? Russland. Und deswegen habe ich in meinem Weltordnungsvideo da neulich ja auch gesagt, der Krieg kommt einem für die Ölindustrie zumindest schon fast so vor wie ein Exportförderprogramm. Und auch für dieses Uralsöl, das sie ja jetzt billiger verkaufen müssen am Markt, da kriegen sie immer noch deutlich mehr als vor einem Jahr. Und Russland kann immer noch Einfluss nehmen auf den Ölpreis und hat ein starkes Interesse an einem hohen Ölpreis. Und alles andere ist denen ja mittlerweile auch wahrscheinlich egal. Und darum, wenn Russland sein Öl nicht verkauft kriegt wirklich oder wenn die OPEC jetzt ihre Förderung auch steigern sollte, nochmal deutlich, dann kann Russland die eigene Produktion auch verknappen. Und der Vizechef von Lukoil, der hat das neulich genauso auch vorgeschlagen. Die Produktion verringern um bis zu 30%. Dann muss man nicht mehr so billig verkaufen und kann außerdem eben auch Druck ausüben auf den Westen. Auch das ist also denkbar. Und natürlich ist die Situation offen, es kann viel passieren da und wir haben auch in der Tendenz ein Wachstum weltweit, das rückläufig ist natürlich. Dadurch kann sich auch vieles schnell ändern, wieder auch beim Ölpreis. Man muss das schon im Auge haben, ganz klar. Und man kann sich ja auch bei seinen Ölaktien entsprechend Stopps setzen oder sowas. Aber ich würde sie im Moment weiter halten. Und ich bleibe auch bei dem, was ich schon in meinem letzten Ölaktienvideo gesagt habe im März. Die Ölaktien an sich sind nicht teuer. Die haben auch einen Sicherheitsabstand zum aktuellen Preis. Diese 125 Dollar pro Barrel momentan, die sind da noch nicht drin und die brauchen sie aber auch gar nicht. Was sie schon eher brauchen, das ist eben ein relativ hoher Preis und da reichen auch 80, 90 Dollar meiner Meinung nach und dafür aber eben für einen längeren Zeitraum. Und da bin ich aber relativ optimistisch in nächster Zeit. Aber was der Herr Morse sagt, das ist natürlich auch nicht dumm. Vielleicht sind wir wirklich schon in so einer Art Ölhype, der uns alle auch ein bisschen blind macht. Und darum müssen wir auch sicherlich ein bisschen vorsichtiger sein mit unseren Ölaktien. Und sie sind vielleicht eben auch nicht mehr der Selbstläufer, der sie gewesen sind vor einem Jahr oder so. Und bevor jetzt wieder dieses Argument kommt, ja, die einfachen Leute leiden an der Zapfsäule, aber die gierigen Zuschauer hier, die können es gar nicht erwarten, dass der Ölpreis jetzt auf 1000 Dollar hochgeht. Dazu kann man eigentlich nur sagen, wenn es so einfach wäre, dann kaufen Sie sich doch einfach auch ein paar von diesen Aktien. Dann haben Sie aber eben das Risiko auch mit an der Backe. Und wenn man hört, dass jetzt, wo ja der Tankrabatt mehr oder weniger in die Hose gegangen ist, dass unsere Bundesregierung ernsthaft darüber debattiert,
dass man jetzt diese Übergewinne der Konzerne, die die angeblich erzielen, dass man die jetzt abschöpfen müsste mit einer 50-prozentigen Übergewinn-Sondersteuer, weil die Gewinne ja jetzt ungerechtfertigt sind. Also mal abgesehen davon, wie der Staat dann festlegt, welcher Gewinn dann okay ist oder was von dem Gewinn und was nicht. Aber man fragt sich langsam natürlich schon, in welcher Art von Wirtschaftssystem leben wir denn mittlerweile? Und wie will man, wenn man das macht, wie will man Unternehmen und Investoren in Zukunft noch dazu bringen, dass sie auch Risiken übernehmen? Weil Verluste, wenn sie die machen, die erstattet ihnen dann ja keiner. Und speziell der Ölsektor, der lebt ja auch in einem relativ unkalkulierbaren Umfeld mittlerweile. Und wegen dieser ganzen Ungewissheit, da war er ja auch schon in den letzten Jahren nicht mehr bereit dazu, dass er Risiken trägt und dass er Investitionen trägt in Milliardenumfang, die aber nötig gewesen wären, dass der Markt auch wirklich gut versorgt ist. Und das ist eben auch ein Grund dafür, dass Öl so teuer geworden ist. Und abgesehen davon, es ist ja sowieso nur alles Panikmache mit der Inflation. Schauen Sie sich mein Video an zu Heiner Flassbeck von vor 2 Wochen. Die Inflation verschwindet jetzt wieder einfach so. Also wo ist das Problem? Und was die Gasrechnung betrifft, klar ist erstmal ein großer Schock gewesen dieses Jahr, aber das bleibt ja auch nicht so. Nächstes Jahr gibt es kein Gas mehr und dann hat sich das Thema auch erledigt. In diesem Sinne, denken Sie einfach noch dran, dass Sie sich noch eintragen für unsere Gratis-Zukunftsmärkte-Reports. Diesmal zu den Aktien aus dem chinesischen Ölsektor, die chinesischen Ölkonzerne auf www.zukunfts-märkte.de. Alles Gute Ihnen, Dankeschön fürs Zuschauen.